Mein Name ist Barbara Haselbach. Ich bin Professorin am Mozarteum für den Bereich Tanz und Tanzpädagogik in Verbindung mit der Musik am Orff-Institut und habe seit nahezu 60 Jahren alle Bereiche durchlebt, durcharbeitet, durchlitten, die es in so einem universitären Bereich gibt. Ich versuche, die Menschen, mit denen ich arbeite, zu inspirieren. Das kann durch Unterschiedliches passieren. Das kann sein ein Bild, das kann sein Musik, das kann sein aus einer Geste eine tänzerische Sequenz zu bilden. Und ich versuche auch eine Überlappung oder ein In-Beziehung-Setzen der einen Kunstform mit der anderen. Also meine Studenten komponieren zu ihren Tänzen oder sie tanzen zu ihren Kompositionen. Wir interpretieren Bilder oder wir malen selber Bilder. Wir arbeiten mit Skulpturen. Und da wir also nicht Spezialisten ausbilden, sind das Menschen, die in vielen Bereichen auch, sie werden ja Lehrer. Und es ist wesentlich wichtiger für die allgemeine Erziehung, glaube ich, dass Menschen eine Offenheit und ein Verständnis für breite Gebiete haben, für andere Gebiete, anschließende Gebiete, als reines Spezialistentum. Das kann man in Spezialausbildungen durchaus lernen, aber für die allgemeine Pädagogik ist die Offenheit und die Weite in meinen Augen unvergleichlich wichtiger. Das ist ja ein ganz schöner Krach, den die Blätter da machen. Hören Sie das da? Ich höre sogar die Kühe, Ich höre ein Flugzeug und ich höre den Wind. Für mich ist es sehr, sehr wichtig und ein großes Anliegen, dass die Menschen nicht überfahren werden von Normierung, von Funktionalisierung, von eingesetzt werden für irgendwelche Ziele von Großkonzernen oder was auch immer, sondern dass jeder Mensch seine eigene Lebensform, Ausdrucksform, Erlebensform finden darf und das überträgt sich ja dann auch auf das Beisammensein mit anderen Menschen. Es ist ja dann nicht einfach eine egozentrische Angelegenheit, dass ich will mich bereichern, ich will und so weiter, sondern es ist eine andere Form des menschlichen Umgangs, glaube ich. Und der hängt sehr stark mit eben Sensibilisierung, Wahrnehmung, Reaktion, Eingehen auf andere. Und alles das lässt sich durch die Kunst so wunderbar intensivieren, bestärken, erklären, spüren. Aber ich habe meine Befürchtungen, dass das in unserer Gesellschaft vielleicht nicht so sein könnte. Und deswegen bin ich froh, dass ich zu denen gehöre, die es versuchen.